Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. In dieser Videoserie werden wir eine Puppe machen mit dem Amelie-Schnittmuster, inklusive der Haare, der Klamotten und der Schuhe. Und die Amelie ist 46 cm groß und kann Klamotten tauschen mit Puppen wie American Girl, Guts, Our Generation und so weiter. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unter dem Video verlinkt und du kannst den Link für das Schnittmuster auch unter dem Video finden. Und jetzt geht's los! Wir brauchen den Puppenstoff, die Schnittteile für den Körper der Puppe, einen luftlöschbaren Marker, eine lange Puppennadel und eine Schere. Rechne um die Schnittteile der Arme, der Beine, des Oberkörpers und des Kopfes herum auf den Stoff. Zeichne das Schnittteil des Kopfes im Bruch auf den Puppenstoff. Du kannst jeweils ein vorderes und hinteres Oberkörperteil ausschneiden. Ich zeichne und schneide normalerweise das hintere Teil zweimal, da mein Puppenstoff im Schlauch kommt. Wir werden nachher das hintere Teil umfalten und dann die Po-Abnäher nähen, deswegen muss das hintere Teil länger sein und das vordere kann kürzer sein, aber ich schneide einfach am Ende das vordere Teil ein wenig ab. Schneide rund um die gezeichneten Schnittteile, falls du ein größeres Stück Stoff benutzt. Ich benutze einen dreifachen Stretchstich. Nähe entlang der gezeichneten Linien, die du auf den Stoff übertragen hast. Nähe die Kopfüberzug-, Arm- und Beinteile. Wir lassen die Oberkörperteile vorerst offen, da wir noch Po-Abnäher nähen werden.
Schneide alle Schnittteile mit einer Nahtzugabe von 1 cm aus. Falte den Stoff am unteren Rand des hinteren Oberkörperteils nach innen, sodass der obere Rand der Schablone mit dem umgefalteten Stoff aufeinander trifft, und übertrage die Abnäher auf den Stoff. Nähe entlang der abgepausten Linien. Schneide den überstehenden Stoff an den Abnähern ab. Schneide den überstehenden Stoff des vorderen Oberteilstückes ab, es sei denn, du hast bereits das kürzere Oberteilstück ausgeschnitten. Lege die beiden Oberkörperteile rechts auf rechts zusammen und stecke sie fest. Nähe entlang der langen Seitenkanten. Wenn du magst, kannst du einige Zentimeter am oberen Rand auf beiden Seiten offen lassen. Manchmal hilft das, um die Arme später leichter einzunähen. Um die Beine fertig zu nähen, falte die beiden Mittelnähte des Fußes aufeinander und nähe über die vordere Zehen- oder Fußöffnung. Wende alle Stoffteile außer dem Oberkörperteil nach außen.
Und dann sind wir auch soweit fertig mit den Schnittteilen des Körpers. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir den ganzen Körper stopfen und zusammensetzen werden. Und das Video und alle anderen Videos sind auch unten in der Playlist verlinkt. Ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!